Guten Abend und herzlich willkommen zu 1 Stunde mit diesem Spiel. Majin and the Forsaken Kingdom ist gekommen von Bandai Namco und Partners. Spiel, das wir jetzt einfach mal spielen. Und zwar 1 Stunde. Ich schmeiße es rein. Jungfräulich. Ich bin sehr gespannt. Kommt von einem Entwicklungsstudio, was Game Republic heißt. Die haben, habe ich nachgeschlagen, so Spiele gemacht wie Dragon Ball Origins 2 für Nintendo DS. Oder auch Clash of the Titans. Das müsste dann ja das Spiel zum Film sein. Oder auch Toy Home. Naja, jedenfalls eine sehr bewegte Entwicklungsgeschichte. Und dieses Spiel, was wir jetzt spielen, ist angeblich vom Stil her so ein bisschen vielleicht wie The Last Guardian, was der Nachfolger ist zu Shadow of Colossus, was der Nachfolger war zu Ico, also nicht von der Story her so, aber von den Entwicklern her. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ich weiß, dass man einen ziemlich großen Freund hat, den man zur Seite gestellt bekommen hat, der einem irgendwie hilft. Und man spielt so einen Typen, der ein bisschen aussieht wie bei Prince of Persia. Viel mehr weiß ich auch nicht über das Spiel. So. Da ist es. Links sieht man den, glaube ich, schon. Long, long ago, a young warrior, guided by a beast of the gods, united the scattered warring kingdoms under a single banner. For ages, the kingdom flourished under the rule of brave and wise kings. Its fantastic technologies ushering in unprecedented prosperity for the people. None doubted the prosperity would last forever until one fateful night. A cloak of darkness swept across the sky, wiping the kingdom from the annals of history and engulfing the land in shadow. Those who dared cross into the shadow were never to return. 100 years later. Ja, also ein einstmals grünes Königreich ist in die Finsternis gestürzt. Ich wette, wir müssen die Finsternis besiegen. Languishing in poverty. As they struggled and fought one another over what meager land remained. Remnants of the royal army made numerous attempts to restore order, but against the immortal soldiers of darkness, they were no match. It was then that a young thief who lived in a forest isolated from humankind sneaked into the royal castle at the center of the kingdom. Seeking the power of the legendary guardian, the Majin. Ah ja, also wir sind ein junger Dieb und sind in das Schloss eingedrungen, um den Majin zu finden. Und der Majin ist eben dieser krasse Begleiter. Alles klar. Und jetzt fangen wir offensichtlich hier im Schloss an. All right, you've done good so far. Hey, did you hear that? Sounded like a roar. Keep your guard up. Something smells fishy around here. Alles klar, los geht's. Ich glaube, wir haben irgendwie hier so eine Ratte als Freund. Keine Ahnung, was das soll. So. Okay, springen ist das, laufen ist das. Alles klar. Los geht's. Ja, sieht tatsächlich auch so ein bisschen wie Prince of Persia.
Hallo Ratte. Human records of the Majin are really inconsistent and often exaggerated. But it's certain that it's big, strong and possessed many powers. Basically, warum weiß die Ratte das alles? Was ist das für eine Ratte? Of some kind. It's there. Teerwesen. I don't need to rush. I'd better sneak around. No worries though. They can't follow me too far. All right. Let's do this. Naja. Alles klar. Also, hier gebückt. Oh, Entschuldigung, Ratte. Willst du noch was von mir? I heard they're immortal. No one has come back alive from a battle with them. You're smart enough to know better than ja, das Übliche. Das ist jetzt ja auch nicht zum ersten Mal, dass es eine Dunkelheit gibt und alle Helden, die versucht haben, da hinzugehen, sind auch nicht wiedergekommen. Das ist ja noch nicht ganz originell. Oh, da ist er. Ich muss vorbei humpeln. Da hinten ist noch einer. Oh, hier. Mein Gott. Oh, jetzt hat er sich umgedreht. Schnell. Oh, alles klar. Okay, jetzt hat er sich umgedreht. Alles klar. Schnell weg! Speed. Ja, das hat sich voll gelohnt. Dass ich. Oh. Entschuldigung. Was nun? Ja, diese Teer-Monster, ey. Wundert mich nicht, dass die böse sind. Autobahnen sind ja auch aus Teer. Und jeder weiß ja, wer die Autobahn gebaut hat. Da können die ja auch nur böse sein. Ja, wir haben natürlich überlebt, das ist ja auch affig, sonst ist das Spiel ja auch jetzt vorbei. Ah, Ratte! Ratteli! Ratteli-lili! That's a long way up. I don't think I can climb that. Well, that didn't go very well. You had to rush right into a fight, didn't you? Ey, die Ratte ist super smart. Warum? Was ist denn das für eine Ratte? The forests and valleys are gone. Soldiers of darkness lurk at the lake. Die muss ein riesen Gehirn haben. And the water isn't drinkable anymore. We have to do something about the darkness. Oder wir sind so eine Art Dr. Doolittle und können mit Tieren sprechen. You're the only human who understands us. Erklärt aber immer noch nicht, warum die Ratte so schlau ist. Und Ratten sind ja normalerweise nicht wirklich schlau. Die wühlen im Müll. Wir haben keinen Job. You can't beat them by yourself. You're right. I'm worried about you. Stay cool and collected. You have talent as a thief. I'll give you that. So don't rush into things. Let's take it slow, okay? Jo, alles klar, weiter geht's. Jetzt sind wir hier runtergeplumpt.
kommen. Ah, okay, da ist wohl nichts. Dann eben hier lang. Oh, noch ein Tier. Was ist das hier für ein Juwel? Oh, ja. I don't think you can make it back up there. Though I can fly up there. Don't worry though. We'll all help you find the Majin. If you do find it, I bet it can help you get out of here. Ich glaube, wir können wirklich mit Tieren sprechen und wir haben irgendwie Teer an den Füßen. Ah ja. Lebensenergie. Normalerweise geht man ja immer den offensichtlichen Weg erst zuletzt, weil irgendwo auf irgendwelchen Nebenpfaden immer Extras rumliegen. Ah, da ist die Ratte, da müssen wir hin. Hallo Ratte, da gehst du, alles klar. Hm. Was passiert, wenn ich über die Ratte laufe und die mit Teer dreckig mache? Nix, ne? Ne, macht der gar nichts. Hardcore-Ratte. Oh, da ist er! Guck mal! Und wo kommt die Ratte her? Wir waren noch gerade vor der Ratte. Wie schnell ist die Ratte denn? Yeah. Das ist er. Das ist unser Freund, der Mayong. Wow. Ah, und da ist ein Tier. Da hinten so ein Teerlatz. Widerlich. Okay, wo geht's hier lang? Okay. Oh. Na jetzt? Okay, ich versuche mal gegen Leiter zu springen. Das klappt. Ja! Oh, oh. Okay. So halb gut. Ist hier irgendwas? Oh, nicht das. Also grafisch muss ich sagen, haut mich das jetzt nicht vom Hocker, dafür, dass es PlayStation 3 ist. Und da gibt es ja auch schon so Spiele wie Uncharted 2, die ja auch in so großen kathedralartigen Höhlen, Gemäuern gespielt haben und die sahen, das sah wesentlich beeindruckend aus. Aber ich glaube, das ist auch eher so ein Budget-Titel. Das ist jetzt nicht so ein Millionen-Dollar-Projekt wie ein Uncharted. Majin? I fool no more can eat. I'm so happy. He's different than what I expected. Belly fool. What a strange creature. Why is he pinned down? I'm hungry. Why I hungry? Are you the Majin? You understand me? I surprised.
That's not really important. I hungry long time. I hungry have no power. He's more helpless than I am. This isn't working. My power, they took away. They? They put inside Big Fruit, took away. Huh? I'll go get it back for you. Do you know where it is? Close to here. Behind hole in wall. I smell. Yeah, okay, holen wir ihm das mal. Oh, der arme Kerl. Hier, das ist auf jeden Fall irgend so ein fieses Thermonster gewesen, was den hier da angepflockt hat. Aber keine Sorge. Wir helfen dir. Okay, hier lang. Auch die Spielfigur selbst, das sieht man auch, die ist auch nicht wirklich schön gemacht. Da kann die PlayStation auf jeden Fall ein bisschen mehr so optisch. Oh, hier eine Kiste. Ah, das ist mein Rattenfreund. Guten Abend. Whoa, this can't be good. What a pain in the tail. Good thing they'll have a hard time spotting us. Oh, hey, look. You could get through that gutter, right? Okay. Dann hier lang, vermutlich. Oh. Wir dürfen uns nicht sehen. Wir haben ja nichts. Wir haben ja nicht mal ein Schwert. Wir können es überhaupt nicht wehren gerade. Wir sind total hilflos. Wir können nur die Ratte nehmen und denen die Ratte ins Gesicht schmeißen, damit die sich mit ihren Nagelzähnen in der Nase festbeißt oder so. Ja, Stealth Action. Okay. Yeah, hier ist die Beere. Das war doch gar nicht so schwierig. Ja. Ah, okay. Ich muss noch umreißen. Oh. Okay, das sieht lustig aus. So, die bringen wir jetzt dem Dicken, damit er was zu essen hat. Oh. So, jetzt gibt's Essen. Aufwachen. That has my strength. I eat, make me strong. Ab.
happy. Thank you. Thank you. You nice. You my savior. Savior, huh? Look, I need you to help me. Let's get out of the castle. We'll talk more then. Yay! That great! Ah ja, man kann ich dir immer so Befehle geben. Aha. Oh, da sind böse. Attack. Okay, also wenn ich R2 gedrückt halte, dann, ja genau. Kann ich ihm Befehle geben. Fly away! Yeah! Jetzt haust du den anderen weg. Los, hau ihn weg. Fly away! Oh, das sind so viele. Wenn ich das schaffe. So war das bei mir in der Grundschule früher übrigens auch. Da war ich immer der Kleinste. Aber da hatte ich mir mal die Großen zum Freund gemacht und hab denen Befehle gegeben, wen sie verprügeln sollen für mich. Hat super geklappt. Ah ja. Krass. Aha. Aber bevor wir hier weiterlaufen, hier habe ich doch eben so einen Vogel. Guck mal hier. Noch so ein Papagei. Huh? This is the Majin? It's not what I expected. He doesn't even seem strong at all. Oh, I get it. He doesn't have all his powers right now. Can't wait to see how he turns out. Mhm. Okay, der wird offensichtlich noch viel stärker. So. Und jetzt, mach mal auf hier, Act. Okay, hier, Attack! Attack! Ich hau den anderen weg. Hilfe. Was ist das? Lebt ja auch noch. Ja, hau ihn weg. Der will auch wieder aufgehen. So, der ist Matsch. Ja, auch. Jawohl, weiter geht's. Hier. Mach mal auf. Lass mal aufmachen, oder? Ah, achso, du kämpfst noch. Hä? Fly away. Alter, die wollen aber auch nicht tot gehen. Das bleibt doch mal liegen. Meine Superpower. Geil! Superpower! Los! Fly away! Okay, jetzt Superpower! Yeah! Der heilt mich ja, wenn ich stehen bleib. Dankeschön. Sehr gut. Nice. So, weiter geht's. Also diese Befehle, das funktioniert ganz gut. Den rechten Trigger gedrückt halten. Und dann mit den Buttons einfach Befehle geben. Bisher hat das hier ganz gut geklappt. Ja, wir sind frei. Komm jetzt, weiter geht's. I like that fruit. I eat and get power. Okay, dann mach das doch. Ja, ist doch, hau rein doch jetzt. Du wolltest doch die Frucht haben. I
heard that this statue is of the kingdom's guardian. Statues like this were placed all over the kingdom, and people used to pray at them for safe journeys. There are some scary enemies about, but I feel safe next to this statue. Ah, okay. Ah, hier können wir safen. Verstehe. Continue saving to this slot, ja. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn man stirbt, ob es dann automatisch so Checkpoints gibt oder ob man dann tatsächlich nur diesen einen Save-Punkt hat. Und warum hast du jetzt die blöde Frucht nicht gegessen? Weil du voller Health bist vielleicht. Aber ich kann ihm auch nicht sagen, er soll die aufessen. Naja, egal. Dann eben nicht. Doesn't match your size. I remember. Do this when they many, he said. You're thinking of pushing that over? You look down, see what they do. When you ready, you signal. I push wall. Jetzt eine gute Idee. Komm, jetzt. Tu es. I'm ready. Give signal. Hab ich doch schon gesagt. Okay. Jawohl. Das war doch super. Aha. Okay, ich muss diese Dinger sammeln. So, Tür auf, weiter geht's. Was war das denn? Was war das denn gerade? Das ist ja lustig. Guten Abend. So, weiter geht's. Something in the way? Can you go around and move lever? Das ist doch ein Gecko. Kann ich mit ihm reden? Gecko. You can defeat the warriors of darkness over and over, but they just get up again. According to the legend, only the Majin could finish them off permanently. If that's true, then we can believe all the legends about the Majin. Aha, also nur der Majin kann. Oh, da ist wieder so ein Klump. Oh, wo war jetzt der Schalter? Nein, nein, nein. Und ich bin jetzt Bandit. Ich glaube, ich muss da hinten rüber, oder? Einmal hier komplett rum. Okay. Jetzt. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Nein! Oh, er hat mich nicht gesehen. Puh, zum Glück.
Komm. Oh nein, oh nein. Sehr gut. Aber auch das irgendwie ziemlich klassisch so. Wie man jetzt hier die Wachen ausschaltet, das ist irgendwie auch schon tausendmal da gewesen. Gerade eine hundertstel Sekunde, bevor er mich gesehen hat, hat noch das, der Kreis aufgeleuchtet. Was ist mit dir? Drehst du dich vielleicht auch mal um? Oh. Da hier muss ich... Ah, verstehe. Hier lang. Ich bin ja auch ein Dieb, also ich bin ja nicht irgendwie der so ein Nahkampfheld, sondern ich bin ja schon als Dieb eher so auf schleichenden Füßen unterwegs. Yeah. Nice. Komm jetzt. Alles klar, weiter geht's. Also offensichtlich viele Rätsel, irgendwie so kleine Rätsel, die man irgendwie lösen muss. Weniger Action. Mehr Gehirn. Oh, was ist das? Gibt's hier nicht eine Wand? Hat er nicht gesagt, es gibt hier Wände? So. Oh. Muss man die hier oben ausschalten? Vielleicht gibt's hier auch eine Wand. Was? Das sind doch ein bisschen viele da rein. Attacking enemies with your spike lowers you to build up the magic power. Okay. Aha. Alter! Wo kommst du denn her? Press R2 plus L1 when magic power is stored to make the magic power and beat this dann hier beendet, ja. Hau ihn weg! Come on. Go away. Boah. So, jetzt weg. Go away. Ja. Wo ist jetzt mein Magin? Alter. Der macht mich einfach alleine. Fly away. Go away. Fly away! Mach das mal. Guck mal, hier oben noch mal los ist. Ist das, dass der wieder irgendwie stirbt? Bitteschön. Nice. Ah ja, heil mich. Alles klar, weiter geht's. Ah, eine Kiste. Ah, hier kann ich sein. Yay! That grave! Und die Ratte ist auch wieder da. Ratte müsste man sein, dann könnte man einfach immer überall hinkommen. Okay.
Weiter geht's. Ah nee, die Ratte, die wollte bestimmt wieder mir irgendwas erzählen. You should be able to get outside up ahead. Mm-hmm. Good job, human. Let's go. Na gut, das will ich auch nicht sagen müssen. Something big is up ahead. It's unlike any of the other soldiers we've seen. It looks like some kind of gatekeeper. I don't think you'll be able to get out without defeating it first. Alles klar, der erste Riesen-Endboss. That big enemy, strong der Teer schlägt da mit der Gasmaske. We fight together. Oh. Ah, alles klar. Den muss ich hinlocken. Und dann muss ich noch nichts umkippen. Wartet, noch nicht umkippen. I'm ready. Give signal. So. Jetzt werde ich, muss mich irgendwie selbst zur Beute machen oder so, ne? Hallo, hier bin ich. Hallo. Okay, ich versuche mal einfach, ich habe gerade gesaved, egal. Wuhu! Hier bin ich! Hier bin ich! Komm, komm! Trau dich! Wuhu! Hier bin ich! Hier! Oh nein, warte, noch nicht! Okay! Nein! Jetzt! Oh! Oh ne! Okay, Rose hat ihn nicht abgekriegt. Hurt big enemies by hitting this. Was ist das? Aha. Cool, ich kann auch. Oh nein, jetzt habe ich meinen Freund umgebracht. Go away. Fly away. Fly away. Das ist mal der Kicker. Oder ich bin das hier Teer. Oh, jetzt müssen wir diese Teerhose an. Fly away. Er kriegt sie rein. Fly away. Fly away. You almost. Wie? Was? Achso. Du sollst mich mal heilen. Ja, so unsere Freundschaft wird immer stärker mit der Zeit. I throw you so you fly and beat enemy. Amazing. Und level up. Sehr gut. Heil mich. We escape castle. I help you. Okay, alles klar. Dann machen wir das so. Hier, da ist die Ratte mal wieder. I'm surprised he was able to take down that guard. Pretty impressive. But he's definitely not as strong as the legends say. He must have lost his powers almost completely. One fruit isn't enough. You need to feed him many more before he'll regain his former strength. Ja, kein Problem. Ja, das scheint der erste Abschnitt gewesen zu sein. War auch so ein bisschen natürlich Tutorial. Und jetzt kommen wir vielleicht nach draußen. Vielleicht ändert sich die Welt jetzt mal. Oh,
gerade schon Endboss. Was soll das denn? Run! Das war knapp. What in the world was that? It's as we thought. The Fountain of Darkness is deep inside this castle. We just need to get inside. If only the entrance weren't sealed shut, it'd be a simple matter. We'll need to find a way to break the seal and get inside. Ey, diese dreckige Ratte, ne? Die weiß immer alles, aber die hilft nie. Die ist immer da, sagt so, ey, ja, jetzt so und so, und dann haut sie ab. Wieso kann die nicht mal irgendwas machen? This tree, tree of life. Bad men not get close. The tree of life, huh? Let's take a short break. So, what's your name? Name? My name? Oh, I remember. I Teotl. Teotl, huh? And why were you captured? I not remember, anything. Your name? I have no name. Tepehu. What's that supposed to mean? Your name. My name? Wife Tepehu. We should have some rest. Okay. There's more. I fight. What was that? That my memory. So you're saying that I just saw your past? You're the legendary guardian, right? What happened 100 years ago? I not remember. I very strong then. I not strong now. And that girl that was with you? I not remember. But I protect girl. That I remember. Protect, huh? I have things I want to protect too. That's why I'm here. I want to defeat the darkness. How about you? I save girl. But you said you don't remember anything. Yep. But we both want to protect something. The
Though, I don't think she'd still be alive. You're coming with me. Right, partner? Partner? It means friend. You. Me. Friends? I forgot something important. If we find some treasure, it's an even split. Treasure I can eat? You can't eat treasure. Then I not want. Tepeu can have. What is that Tepeu anyways? Wow, das war lang. Okay, erstmal saven. Irgendwie gibt es auch in jedem Fantasy-Spiel einen Baum des Lebens. Warum ist es eigentlich immer ein Baum? Warum ist es nicht immer irgendwas anderes? Warum nicht irgendwie ein Stein voller Moos oder sowas? Oder ein Wasserfall? Oder ein Papagei. Das ist immer ein Baum. My friends are already scattered around the kingdom gathering information. We can't fight, but we can still help you. Dankeschön. Ouch. So, kannst du das ja essen hier? Das will ich mal wissen. Ist das doch mal auf jetzt? Du hast doch gesagt, du willst sowas essen. Ist das doch mal jetzt? Oh, alles klar. Kein Appetit. Oh, die Ratte. We'll go find out about the girl the Majin was talking about. We have to get the Majin's power back. For the sake of that girl, too. There are several pieces of fruit up here. Go get them. Ja, man sieht auch hier vereinzelt schon mal so kleine Grafikfehler. Das lädt dann irgendwie nach. Und wie gesagt, hier auch die Figur. Das ist nicht alles wirklich state of the art. Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Mach mal auf, Kollege. This is too heavy for me alone. Too heavy. Toll das. This heavy. Okay. Naja. Alles klar. Da geht's. So, kann der jetzt nicht, wenn ich jetzt sag. Nee, der kann sich nicht hinsetzen. Einfach mal so. Doch, genau. Ah ja. Nee, bleib mal. Setz dich mal hin jetzt. Nicht mich angucken, ich will auf dich rauf. Ich will da hochspringen. Jetzt möchte er nicht hochspringen lassen. War das nicht so? So und so. Ja, und da hinten, wie verwaschen das ist, obwohl das gar nicht so weit weg ist. Also mit Weitsicht ist auch nicht so viel. Vielleicht ist der Charakter aber auch kurzsichtig. Gab ja früher keine Brillen und so. I remember this catapult. I lift heavy weight and drop. Object fly far. Okay. Das hätte ich auch als erstes ausprobiert, mich in dieses Katapult setzen und mich gegen schießen lassen. Und die Ratte natürlich, die wusste auch, wo ich lande. Really well, ja. Die ist auch noch Experte auf dem Gebiet des Katapultbaus. Nicht vor 17 Jahren Meister im Katapultbau. 7 Weltmeisterschaften gewonnen. Dankeschön.
Ah, hier, das sind doch die Früchte für den Kollegen. Ja! Und, bist du jetzt? Vielleicht muss ich ihn ein bisschen... Kann ich ihn genau ins Maul rein, oder? Oh. Der soll die direkt aus der Luft auffressen. Mach doch mal jetzt. So. Und? Oh. Naja. So, was ist das hier? Das sind doch, ich sehe das doch, das. Achso, ja genau, ich muss wahrscheinlich das Katapult umdrehen. Oh, Herr Papagei, guten Abend. That type of catapult is used with a weight to be dropped. By in- If the stone doesn't reach the target, find more weights and put them on. Normally it would be impossible. Alles klar. So, jetzt sollst du erstmal hier die Dinger, da isst sie doch mal. Wieso isst du die denn nicht? Du wolltest doch immer haben alles. Hier. Nimm es jetzt. What you do? Iss! Los! Du hast jetzt Hunger, iss es! Why? Ach Gott, ey, du bist so. So, jetzt dreh das mal um, das Katapult. Wir wollen das aber umdrehen. Achso. Genau, so sieht das aber nicht aus. Ja, aber der Witz ist, die haben sowieso nicht mehr viel Zeit. Bevor ich mir jetzt hier einen abbreche. Nochmal hier rauf. Können wir ja vielleicht nochmal ein kurzes Fazit ziehen? Ist ein ganz lustiges Spiel bisher. Also so rätselmäßig. Und das Befehligen von dem Typen finde ich glaube auch ganz gut. Grafisch ist es wirklich nicht der Oberhammer. Das ist dann auch eher so ein Arcade-Game irgendwie. Geht glaube ich so ein bisschen in Richtung Last Guardian, wobei ich glaube, dass Last Guardian um Welten besser sein wird. Aber es ist irgendwie für den Moment ganz unterhaltsam. Ihr habt es ja selbst gesehen. Ich bin mal gespannt, wo das noch alles hingeht. Mit diesem Klotz. Ich finde ihn irgendwie sympathisch. Die Figur ist irgendwie cool. Also von diesem Majin. Mit dem Grasrücken hier und so. Irgendwie mag ich den. Ja, hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben noch jetzt 4 Minuten oder so. In der Zeit kann ich ja noch mal ein bisschen gucken, ob ich es noch mal irgendwie raffe mit dem Ding. Vielleicht nicht hauen. Nein. Auch nicht! Schau, schau mal. Oder so. Huch. Nee, ich krieg's nicht mehr gebacken. Sprechen wir nur einen ab. Deswegen machen wir jetzt Schluss. Das Ding hier, die Uhr klingelt sowieso jeden Moment. Kennt ihr das? Wenn ihr morgens aufwacht, ungefähr 1 Minute bevor der Wecker klingelt. Abgefahren, innere Uhr. Und dann denkt man immer, oh, ich muss ganz schnell den Wecker ausmachen, weil gleich brummt der los. Und es gibt ja nichts Widerlicheres, als morgens einen Wecker zu hören. So, deswegen mache ich den jetzt aus. So. Hoffentlich war es das. Und sagt tschüss. Das war 1 Stunde mit Majin and the Forsaken. Na, so, wiedersehen.